Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ja, ein bisschen Verzweiflung macht sich hier breit. Also ich bin jetzt schon auf meine, ja, auf kleinere Accounts mal ausgewichen. Ich will jetzt nicht sagen, dass die 13er mich langweilen, aber es geht ja im Moment überhaupt nicht weiter hier. Man hört und sieht nichts. Wir kriegen zwar hier so Tagesevents, die mich jetzt auch nicht so vom Hocker hauen. Und wo ich mich auch frage, die Tage hatten wir Zeit für so ein paar Hexen und für so ein paar Walküren. Und mussten da nicht 20 Mal mit angreifen. 3 Bowler muss ich benutzen, okay. Aber 20 Mal angreifen und dann für 2 Ressourcepolen. Grenzwertig, mal sehen. Vielleicht wird das nächste ein bisschen besser. Aber ich sehe da unten schon eine dunkle Truppe. Nämlich die Superbogenschützin. Und die hat dann ja auch nicht jeder. Ich zumindest habe sie im Moment nicht. Ich konzentriere mich dann eher so ein bisschen rein in den Pass hier. Und ihr seht, ich habe 0 Punkte. Hurra. Aber es gibt ja doch schon so ein paar Spiele, die sind so ultra leicht. Das ist zum Beispiel dieses hier. 3 Sterne in einem Freundschaftsklankrieg oder Kampf. In einem nicht Krieg, sondern Kampf. Und das wollte ich ja eigentlich ganz gerne mal machen. Der Alex hat mir freundlicherweise seine Base zur Verfügung gestellt. Und wir können die natürlich erstmal bauen, die Armee hier. 1, 2, 3, ich würde sagen 4 Stück und nehmen wir mal Zauber, mal sehen. Ich bin ja jetzt nicht so ein, ich bin jetzt nicht so ein Blitzer, muss ich sagen. Aber wir blitzen mal. Mal sehen, wie viel wir davon brauchen. Ich bin eigentlich jemand, der gerne durchwutet. Und dann safen wir das mal ab und dann kann ich mit dem Alex mal, beziehungsweise den Alex mal angreifen. 6 Stück, das ist meine Klankriegsarmee. Und dann machen wir das billige Spiel. Ich meine, das habe ich jetzt mit meinen 12ern, mit meinen 13ern exakt genauso gemacht. Und der Alex hat nämlich noch nicht so eine starke Base. Haha. So, ich weiß, dass hier die Luftminen sind. Also hier so auf diesem Stück, glaube ich, sind Minen. Oder täusche ich mich da? Ja. Gut, dass man die Base kennt, ne? Gut, dass man die Base kennt. Das war es dann auch schon. Also, jetzt muss man gerade gucken. Da kriege ich die von hinten. Das ist es immer gar nicht mal so einfach. 1, 2, 3. Wir brauchen 4 Stück, wa? Nein, wir brauchen sogar mehr. Oh, 5 Stück brauche ich davon, okay. 5 Stück brauche ich davon. Das habe ich jetzt nicht besser gewusst, Leute. Dass wir da so viel von brauchen. Und auf den Feger brauchen wir so viel. Okay, wir können mal was machen. So, wir machen das mal so, glaube ich. Wir lassen die einfach mal hier reinfliegen. Oh, da hätte ich die drei vorher nehmen sollen. Und den nach hier. Ah, eigentlich greift man nicht so an. Eigentlich, ich meine, jetzt fragt er euch natürlich, ja Toto, warum machst du das dann? Ja, das frage ich mich jetzt auch gerade. Ich habe nämlich jetzt gerade gesehen, dass der Feger doch weggeht. Okay, denn jetzt habe ich die Luftabwehren hinterm Rathaus. Das macht man eigentlich nicht so. Oder sollte man eigentlich nicht so machen. Die haben jetzt natürlich die ganze Zeit Zeit, sich um meine Drachen zu kümmern, aber es ist ja nur eine Luftabwehr ein bisschen stärker, aber es geht ja doch noch. Normal hätte ich von der anderen Seite kommen sollen. Wäre das Ganze ein bisschen einfacher gewesen. Aber ich habe jetzt auch wirklich nicht darauf geachtet, dass der Feger dann doch wirklich fiel. Und ja, hier könnte eine Luftabwehr am Ende stehen bleiben. Außer mein King reißt es hier. Das sieht noch ganz gut aus, was der Dicke da oben macht. Und ja, perfekt. Ich bräuchte hier jetzt auch gar nicht, sehe ich jetzt gerade, die zweireihige Truppenleiste bei den kleineren Dörfern hier. Denn die habe ich ja eigentlich drin, wenn es doppelreich wird. Und das wird es meistens nur, wenn ich die etwas höheren Accounts spiele. Das ist eine Einstellung, da wird auch immer wieder nachgefragt. Die könnt ihr in den Einstellungen setzen, wenn ihr auf den Tablet spielt. Das geht nicht am Handy. Das ist only Tablet hier, aber eigentlich bräuchte ich das tatsächlich ja an der Stelle ja jetzt mal ein bisschen weniger. Aber egal, schmutzige 3 sind 3 und dann haben wir die Spielchen hier auch drin. Aber es gibt ja noch mehr von diesen ganz billigen Spielen hier. Also man kommt hier, selbst wenn ich jetzt erst anfange, 14 Tage später, 14 Tage läuft der Pass ja schon, kommt man hier immer noch gut rein. Auch wenn mir die Tages 60 Punkte jetzt natürlich so ein bisschen flöten gehen. Ich müsste jetzt also selber spenden. Das kann ich hier auch machen im Clan. Entweder spende ich mir selber oder ich mache halt so ein bisschen von dem hier. Von dem müsste ich allerdings tatsächlich Mauern machen. Mit dem hier. Und das ist mit den kleinen Accounts echt schwierig, muss ich mal so sagen. Das ist wirklich sehr, sehr schwer, hier
diese Spiele zu machen. Ich meine, klar, man kann jetzt natürlich unendlich oft angreifen und könnte jetzt die Spielchen machen. Da ist die Kanone weg, beziehungsweise da ist schon mal die große Bombe ausgelöst und wir kriegen mal die Meisterhütte, jawohl. Auch nicht schlecht, also ganz easy peasy hier einen Stern geholt, das ist der Tagesstern. Master of Nachtdorf hat die Tage jemand gesagt. Im Livestream habe ich echt ein bisschen übertrieben viel Nachtdorf gespielt, aber ich habe halt Pass gespielt mit meinen ganzen Charakteren. Und da bleibt es natürlich nicht aus, dass man dann auch mal so ein bisschen Nachtdorf spielt, mindestens ein oder zwei Angriffe irgendwo. Aber jetzt haben wir sogar schon den zweiten Stern hier drin. Und den könnten wir sogar, ich will jetzt nicht sagen gewinnen. Gewinnen können wir den natürlich nur, wenn wir den 100% ganz, ganz schnell machen. Aber so gewinnen wir hier nichts. Oh, mal gucken. Aber ja, wir haben immerhin gewonnen. Hat er nicht geschafft mit Kampfmaschine. Also ein Dorf schon höher. Kampfmaschine ist hier noch fail. Die ist noch broken hier bei mir. Die muss ich noch reparieren. Aber dafür muss die Meisterhütte stehen. Suchen wir uns mal was hier. Ach ja, ich muss das ein bisschen belächeln heute Morgen. Dass ich gedacht habe, mit was nimmst du denn jetzt eigentlich mal ein bisschen auf? Oh, der sieht gut aus. Der sieht gut aus, aber ich brauche auch irgendwie gar nichts mehr. Ne? Ah, Mist. Hätte ich vorher mal machen sollen. Der sieht ja richtig gut aus hier. Und wir brauchen, glaube ich, 200.000 von dem Gold. So, dann machen wir das mal. Ein Spiel ist ja auch dunkle Truppen zu nehmen. Das hätte ich natürlich jetzt hier auch machen können. Irgendwas einfach nehmen. Kriegen die beide weg da? Kriegen sie noch nicht. Okay, da muss ich nochmal kurz nachsetzen da. 1, 2, 3. Aber ich meine, die Luftabwehr ist jetzt gleich auch sowieso Geschichte hier. Die ist gleich sowieso Geschichte und dann fliegen wir hier mal eben rüber. Ja, ist nicht so schlimm. Machen wir 200.000 und ganz, ganz easy hier gegen den Rathaus Achter. Also wäre sogar ein cooles Clanspiel gewesen. Gewinne eine Rathausstufe höher, denn den gewinnen wir in jedem Fall. Ah, naja. Habt ihr auch noch so kleine, schöne Dörfer? Schreibt es mir nicht in die Kommentare, denn ich muss euch wahrscheinlich beleidigen, damit überhaupt mal wieder Kommentare bei mir unter den Videos auftauchen. Vermutlich muss ich euch irgendwie beleidigen oder anflerzen oder was auch immer, bevor jemand denn überhaupt sich mal zu einem Kommentar ablässt. Also die letzten zwei Videos hatten einen Kommentar. Das finde ich schon ein bisschen erschreckend wenig. Gibt es echt nichts mehr zu fragen, zu lästern über das Spiel oder was auch immer, dann... Wie gesagt, schreibt es mir nicht in die Kommentare, ob ich euch beleidigen soll, damit ich euch einen Kommentar herauskitzeln oder einen Kommentar rauskitzeln kann aus euch. Schreibt es mir nicht rein. Ich will das auch gar nicht. Ich will gar keine Kommentare mehr lesen. Kommentare werden überbewertet, würde ich sagen. Genau wie diese Base hier. Aber ist nicht so schlimm. Wir haben kein Clanspiel gemacht. Wir haben ein Passspiel gemacht. Passspiel gemacht und ja klar, wenn du natürlich hier jetzt nichts mehr wirklich brauchst, dann haben wir das jetzt auch gemacht. Da musste man nämlich nur 200.000 einmal machen. Das ist echt. Es ist wirklich, wirklich super, super wenig. So ein paar Bogenschützen müssen wir machen. Okay. Walküren haben wir selber noch nicht. 3 Stück. Eine Walküre hat 8 Platz. 3x8 sind 24. Okay. Kann ich gar nicht machen, das Spiel, ne? Kann man gar nicht machen. Okay. Kann man gar nicht machen. Toll. Kann man das eigentlich nachgucken? Ja, man könnte das schon nachgucken. 8 Platz, ja, toll. Zweimal. Kann man also als Rathaus 7 gar nicht machen, das Spiel hier, weil man 3 Walküren benutzen muss, okay. Dunkle Truppen ist auch eigentlich sehr, sehr einfach. Im hohen Bereich nimmt man einfach ein paar Superhexen und schon hast du deine 300 Housing Space hier in einem Angriff eigentlich rausgeballert. Oder so ziemlich. Nimmst du noch eine mit in der Clanburg. Hier oben müssen wir Truppen spenden. Ohne Ende. Hier müssen wir ein paar Bomber benutzen. Das sind neue Spiele. Die sind, glaube ich, heute erst hinzugekommen. So wie ich das sehe. Dann trainieren wir mal 30 Stück von denen. 1, 2, 3, 30. Dann nehmen wir mal 2, 3 Heiler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Und ich würde sagen, vielleicht ein paar Magier wären nicht so schlecht. Oh, wir haben ja richtig was, ne? Oh, Leute, ist gar nicht mal schlecht. Nehmen wir mal ein paar Hocks mit hier. Nehmen wir ein paar Hocks mehr mit. Dann machen wir das einmal so und so. Wir können noch keinen Zauber in die Clanburg bekommen. Nehmen wir aber noch mal ein paar Loons mit für den
zweiten Angriff. Ich wollte gerade sagen, ich reck mal eben durch hier. Ja, kurzer 8-Minuten-Cut. Bis gleich. Ich habe mich einfach mal dazu entschlossen, mal eine Stunde den Account hier zu boosten. Ich glaube, das ist ganz cool. Ich glaube, das ist ganz cool, Leute. Aber ich glaube, wir gehen auf Rathaus 8 mit dem hier. Brauchen allerdings 200.000 Gold dafür. Ne, stimmt gar nicht, 200.000. Das wär ein bisschen billig. 2 Mille brauche ich dafür. Okay, 2 Millionen Gold. 4 Millionen gehen da oben maximal rein. Und ein paar Mauern müssen wir noch machen. Aber naja, gut, das kriegen wir noch so nebenbei hin. Würde ich jetzt mal so sagen. Oh, 300.000. Aber eine schwierige Base. Na, so schwierig jetzt auch nicht. Mal sehen. Mal sehen. Eine Luftabwehr ist da unten, eine Luftabwehr ist da oben und eine ist da vorne. Okay, der ist ja offline, also so ziemlich offline. Och komm, Kanone. Ach komm. Hab ich nicht gesehen. Okay, habe ich nicht gesehen. Ein King hat er auch noch nicht, ne? Hat noch keinen King, der Kollege, okay. Und, oh, Luftmine. Das ist aber böse. Luftmine. Nehmen wir den King mal mit dazu, aber dann schwenken jetzt gleich die Heiler, glaube ich. Ah, ne, doch nicht. Die Heiler bleiben auf den Riesen da. Perfekt. Aber das schaffen die da nicht mehr, glaube ich. So, gucken wir mal, dass hier ein bisschen mehr reingeht. Jawohl, perfekt. Dann können wir hier schon ein paar Bogenschützinnen setzen. Und der fällt dort. Und dann nehmen wir mal die Hox hier mit rein. Und nehmen unseren einzigen Heilzauber hier sofort clean absetzen. Jawohl. Ah, passt. Ich habe noch ein paar Loons im Gepäck. Also, falls hier irgendwas anbrennen sollte, könnte ich auch die noch nehmen. Aber oh, man kann die gar nicht mal so schlecht. In dem Bereich 7 muss ich sagen, wenn man sowieso alles voll hat, dann fahre ich mit Drachen. Mit Drachen schon lieber, aber man kann ja mal ein bisschen üben, so für den einen oder anderen Clankrieg oder wenn nicht sogar für so ein Turnier oder sowas. Hier, es hat ja so ziemlich alles jetzt gerade überlebt, okay. Aber macht nichts, wir haben die 2 Millionen. Wenn ich jetzt nochmal nachbaue, das mache ich auch mal, dann haben wir die 2 Millionen immer noch. Dann können wir das Rathaus schon mal anstoßen. Und dann gehen wir hier mit ruhig auf Rathaus Level 8, würde ich sagen. Was soll ich denn hier noch warten? Eine Liga habe ich jetzt auch. Also Aktivität ist wieder hart da. Aber nicht nur so, sondern auch hier beim Clan Herausforderer. Habe ich einen schönen Angriff noch für euch. Bevor ich es vergesse, hier vom Lollipop. Rathaus, nämlich Rathaus 12 auf Rathaus 12. Das, was es im Moment so gut wie gar nicht gibt. Ich meine, ich habe demnächst auch wieder 2 Zwölfer. Aber der Lollipop hat eigentlich was gemacht. Ah, Hybrid, okay. Schauen wir mal. Rathaus 12 auf Rathaus 12. Er holt sich erstmal ganz, ganz easy hier die Riesenbombe auch noch. Okay. Was sind das eigentlich? Minions? Ja, das sind normale Minions. Und ein Lava-Hund da hinten. Der kommt jetzt erstmal nicht raus, weil er mit Luft anfängt hier. Aber letztendlich wird sich der natürlich gleich auf die Reise machen. Der Lava-Hund, nämlich jetzt Richtung Queen. Oh, ist ein bisschen nervig, aber er hat das ja scheinbar gut gemacht und wir gucken uns mal an, wie er das gemacht hat. Ich habe das nämlich auch noch nicht gesehen, also erst Dokumentation hier. Weiß nicht, wie er angegriffen hat, oder habe ich es doch gesehen? Habe ich es doch gesehen gestern Abend? Ich weiß es nicht mehr, ist auch egal. Lollipop gegen Energy. Energy vom Clan, oh, das ist glaube ich ein französischer Clan, ne? Le Conquerant oder so. Ich glaube, die spricht man nicht. S, meine ich. Genau weiß ich nicht. Aber hier erstmal mit einem lockeren Queen Charge, wollte ich gerade sagen. Ja, es ist auf jeden Fall ein Queen Charge. Chargen geht immer rein in die Base, Leute. Walken geht immer außen rum. Und er charged hier aber hart rein. Klappt wunderbar. Auch oben hat sie ihm jetzt natürlich sofort den Packer zerrissen. Habt ihr gesehen? Gerade der Single Inferno brät und brät. Also leider kein Pack-up, kein Clean-up mit dem Packer. Der bleibt ja ganz gerne am Ende mal über. Und Queen ist immer noch dabei, also schöner Hybrid hier. Queen hat da aber wirklich hier unten alles rausgenommen. Jetzt hat er natürlich noch die gegnerische Queen und die Queen nimmt nochmal den Sprung. Er kann sich sogar nochmal zünden, relativ spät zum Ende. Hier 66, 67% mittlerweile.
Er hat jetzt keinen Zauber mehr, denn den letzten hat er gerade verbraten für den Inferno dort. Queen stirbt jetzt auch, ist auch eine Max Queen 65, jawohl. Hat er cool gemacht, nicht schlecht. Haben wir mal mitgenommen noch in dem Video hier. Da wir ja gestern, beziehungsweise wir haben am Wochenende nur Freitag gestreamt, lag ganz klar daran, der OES Cup war schuld, den habe ich nämlich selber geguckt. Und wenn du selber guckst, dann streamst du halt in der Regel nicht. So ist das nun mal, Leute. Deswegen seid nicht so traurig, ich habe es aber auch geschrieben bei mir im Discord, dass ich selber so ein bisschen den Cup verfolgt habe und war ja schon sehr, sehr dominant, muss man sagen. Aber es war am Ende auch ultra, ultra spannend. Denn das Finale Alternate Attacks gegen Inquisition war schon eine Hausnummer. Also das war schon, auch von Ink war das ein super, super Klankrieg, muss ich sagen. Also die haben sich da nichts gegeben. Da müsst ihr auf die einschlägigen Kanäle nochmal nachgucken, um das Turnier nochmal nachzuverfolgen. Also ich meine Izu, Noobs, Eve, Finality und so weiter, die waren alle dort mit am Start als Streamer und haben das Ganze für euch festgehalten. Ich habe aber erstmal dieses für euch festgehalten. Hier machen wir ein bisschen weiter in dem Dorf. Ich hoffe, das hat euch ganz gut gefallen. Schreibt es mir nicht in die Kommentare. Ihr wisst ja, ihr seid schreibvoll. Und ich bin es dann natürlich auch. Also bloß keine Kommentare. Nicht, dass ich noch anfangen muss, die zu beantworten. Also bitte, bitte, bitte haltet euch zurück. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt am Kanal dran. Schönen Wochenstart. Bis dahin, euer Toto. Bleibt.